Dr. Erika Schucher, CDU-CSU. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, das Thema, das uns heute angeht und das ganz gewiss nicht von dem Gedanken der Weihnachtszeit verdrängt werden darf, sondern gerade, weil es als letzte in unserer Tagesordnung steht, ein besonderes Gewicht erhält, betrifft den intimsten Bereich des menschlichen Zusammenlebens in unserer Welt. Es ist erschütternd, denn es ist ein Thema, das brennt und schmerzt und dies ein ganzes Leben lang. Es geht um die traditionelle sexuelle Folter an Neugeborenen, an Mädchen und an Frauen. Wir, die wir hier sitzen, leben in einer Kultur, in der wir uns bemühen, Kindertränen zu vermeiden und Unglück und Schmerz von unseren Kindern fernzuhalten. Aber in anderen Kulturen und Ländern, mit denen wir auch in wirtschaftlicher Beziehung stehen, ist die grausame Beschneidung von kleinen Mädchen und Frauen noch immer an der Tagesordnung. In 20 afrikanischen Staaten ist die weibliche Körperverletzung weit verbreitet. In Ägypten, Sudan, Benin, Elfenbeinküste, Ghana, Kenia, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Obervolta, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Tansania, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik und Äthiopien. Auch in Teilen von Asien und Brasilien und zunehmend durch Einwanderer in Europa praktiziert, finden diese verbrecherischen Eingriffe ständig statt, tagtäglich an über 4000 Betroffenen. Um zu verstehen, nein zu fühlen, worum es hier geht und warum wir eine christliche, eine Pflicht als Menschen haben, alles gegen diese Form von Folter zu tun, lassen wir eine Ägypterin zu Wort kommen, die weiß, wovon sie spricht. Ich war damals 6 Jahre alt, berichtet die Ägypterin Dr. Nawel El-Sadawi. Eines Tages, ich lag in meinem warmen Bett, fühlte ich plötzlich eine große, raue Hand unter der Decke. Eine andere Hand hielt mir den Mund zu. Sie schleppten mich ins Bad. Ich weiß nicht, wie viele sie waren. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass sie mich festhielten. Ich konnte mich nicht bewegen. Unter mir die nackten Kacheln. Ich hörte, wie sie Messer schliffen. Dann rissen sie meine Beine weit auseinander und eine scharfe Klinge schnitt alles aus mir heraus. Ich schrie vor Schmerz, obwohl sie mir den Mund zuhielten. Denn dieser Schmerz war nicht irgendein Schmerz, sondern eine glühende Flamme, die durch meinen ganzen Körper schoss. Nach wenigen Augenblicken bildete sich unter mir die große Blutlache. Ich wusste nicht, was sie weggeschnitten hatten, wollte es auch nicht wissen. Ich weinte und rief nach meiner Mutter. Der größte Schock war, als ich sah, dass sie, meine eigene Mutter, mitten zwischen diesen fremden Frauen stand. Meine Mutter redete mit ihnen und lächelte, als ob nichts passiert wäre. Sie trugen mich zurück in mein Bett, dann packten sie meine um 2 Jahre jüngere Schwester. Ich schrie so laut ich konnte, nein, aber es half nichts, sie taten das Gleiche wie mit mir. Meine Damen und Herren, sexuelle Übergriffe wie die rituelle Beschneidung vertiefen die Kluft zwischen den Geschlechtern. Von Chancengleichheit oder Gleichberechtigung, von Fürsorge, Nächstenliebe kann in solch einem Land nicht die Rede sein. In Ägypten beispielsweise kann nur jede vierte Frau lesen und schreiben. Sexuelle Beschneidung beschneidet auch die gesellschaftliche Möglichkeit von Frauen. Denn die brutalen Übergriffe, viele Frauen werden in der Hochzeitsnacht mit dem Messer defloriert, anschließend wieder zugenüht, führen zu den schwersten körperlichen und seelischen Schäden. Gesunde, stabile Demokratien brauchen gesunde, stabile Frauen. Wenn wir, die Bundesrepublik Deutschland, erfolgreiche Außenwirtschaft betreiben wollen, dann tun wir dies mit demokratischen und wirtschaftlich stabilen Partnern. Es zeigt sich, dass in stabilen Demokratien die Rechte von Frauen und Kindern einen hohen Stellenwert haben. Nur Frauen, die vor schwerwiegenden sexuellen Traumatisierungen sicher sind, entwickeln ein gutes Selbstwertgefühl. Sie nehmen gute Ausbildung für sich in Anspruch und behaupten sich in Wirtschaft und in Politik. Demokratische Strukturen sind die Voraussetzung schlechthin für langfristige Stabilität. Körperliche Verstümmelungen von kleinsten Mädchen, Kindern und Frauen stehen zum demokratischen Gedanken und zum unserem christlichen Glauben in absolutem Widerspruch. Nun aber, meine Damen und Herren, stellt sich die zentrale Frage: Haben wir ein Recht auf Einmischung?
dürfen wir auf dem Weg von Entwicklungshilfe und politischem Druck das weibliche Recht der Frauen über ihren Körper selbst zu bestimmen unterstützen? Oder üben wir damit eine neue Form von Kolonialismus aus? Die Antwort ist ein entschiedenes Nein. Wir sind der Überzeugung, dass nur intensive Aufklärung vor Ort und bei uns durch Massenmedien, NGOs, UNO, UNICEF dazu beitragen können, diese grausame Politik einzudämmen und schließlich abzuschaffen. Ich erinnere an eine Plakataktion, ein herrliches Fest, täglich 6000 betroffene Kinder. Wir sehen es als Teil unserer ethischen Verantwortung an, Gelder des Außenhandels und der Entwicklungshilfe an christliche Prinzipien, am Menschenrecht, an die Unterstützung weiblicher Selbstbestimmung und Forderung nach Demokratie zu koppeln. Danke.